große Herausforderung ist es gewesen, die neue Struktur in dieser Plattform darzustellen. Dieser modulare Elektrobaukasten hat als Kern die HV-Batterie. Diese HV-Batterie sollte möglichst einfach aufgebaut sein. Wobei wir hier uns als erstes mal angucken, was haben wir für Fahrzeuge im Konzern? Das wäre der E-Golf. Wie sieht die Plattform, wie sieht die Batterie aus? Und dann kommt man relativ schnell dazu, dass man sieht, die Batterie ist sehr zerklüftet und damit natürlich auch sehr teuer. Das große Ziel dabei ist es eben für diese MEB-Plattform, eine große schokoladenförmige Batterie, die komplett im Fahrzeug, im Untergrund verbaut ist, zu entwickeln. Sie soll eine maximale Kapazität besitzen. Das Gehäuse wird lasttragend sein, das ist ganz wichtig. Sie muss skalierbar sein mit der Reichweite und eine bestimmte Variabilität darstellen. Und gleichzeitig muss sie natürlich im Produktionsprozess integriert sein. Okay.